Hautglättung. Spare wertvolle Zeit bei der Bearbeitung von Porträts mit dem Hautglättungfilter. Mit nur einem Klick glättest du schnell Schönheitsfehler, Hautflecken und Akne. Das klingt doch gut. Diese neuralen Filter für die Hautglättung gibt es schon seit Oktober 2021, das heißt über 2 Jahre. Ich habe sie mir damals einmal angeguckt und schnell wieder zur Seite gelegt, weil sie wirklich meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen waren. Aber jetzt haben sie sich verbessert? Können sie mehr? Arbeiten sie genauer? Lass es uns herausfinden. In der letzten Woche habt ihr gesehen, wie ich mit Celine Fotos gemacht habe, Produktbilder, vor allen Dingen aber auch Beautybilder. Und aus den 400 Aufnahmen haben wir inzwischen ungefähr 15 herausgesucht, die ich jetzt bearbeiten muss. Wenn ich das mit meiner normalen Technik mache, dann brauche ich pro Bild ungefähr eine halbe Stunde. Das heißt, ich bin schon einen ganzen Tag lang damit beschäftigt, nur zu retuschieren. Ich versuche das jetzt mal zu beschleunigen und zwar als erstes mal mit Lightroom. Wir werden sehen, das funktioniert gar nicht gut. Das zweite Mal mit Photoshop und meiner Technik der Frequenztrennung. Als Alternative zu meiner normalen Bearbeitung werde ich dann mal versuchen, einen neuralen Filter zu benutzen und dann im Weiteren zu sehen, wann funktioniert das gut, wann funktioniert das gar nicht gut. Bevor wir zur Retusche unserer Beautybilder mit Celine kommen, noch ein paar Worte zur allgemeinen Beauty-Retusche, nämlich den Zielen. Was möchte man gerne erreichen? Ich nehme mal hier ein Beispielbild von Jenny und vergrößere es. Wir wollen störende Elemente beseitigen, wie immer, wie zum Beispiel hier diese Haare, die da durchlaufen. Wir wollen kleine Hautunreinheiten beseitigen. Das Hautbild soll insgesamt gleichmäßig sein. Es soll eine schöne, gleichmäßige Hautstruktur entstehen. Und diese Glanzstellen sollen zwar erhalten bleiben, aber nicht mehr in dem Maße. Und am Ende soll die Haut so aussehen. Ob sie jetzt mehr oder weniger strukturiert ist, das ist auch persönlicher Geschmack, aber es sieht künstlich aus, es soll mega perfekt aussehen. Welche Möglichkeiten haben wir denn, um mit Lightroom daran zu arbeiten? Ja, ehrlich gesagt, nicht viele. Wir hatten ja schon ausprobiert, störende Elemente zu entfernen mit einem Radiergummi, also beispielsweise hier dieses Haar wegzunehmen. Ja, das geht einigermaßen. Sobald es aber dann hier näher ans Auge geht, wo man also sehr genau arbeiten muss, funktioniert das Ganze nur noch semi-zufriedenstellend, weil andere Bereiche in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch was die Hautglättung selbst angeht, habe ich eigentlich keine Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Ich könnte auf die Idee kommen, das gesamte Bild irgendwie weicher zu machen. Das geht über den Strukturregler. Man sieht aber sehr schnell, wie das Ganze matschig wird. So bis Einstellung 30 geht das einigermaßen. Oder, ich nehme es wieder zurück, versucht bitte nicht auf die Idee, den Klarheitsregler zu benutzen. Das Problem bei dieser Art der Weichzeichnung ist, dass immer das gesamte Bild weich gezeichnet wird. Das heißt, auch die Strukturen, die ich eigentlich erhalten möchte, leiden darunter. Ich muss es schaffen, irgendwie diese Farbe von der Struktur zu trennen. Denn letztendlich möchte ich weichere Farbübergänge schaffen. Also, Lightroom ist leider kein geeignetes Mittel, um eine Beauty-Retusche zu machen. Alle Regler wieder auf Null zurück. Wir nehmen das Bild und öffnen es in Photoshop. Was ich in Lightroom nicht geschafft habe, nämlich das exakte Arbeiten von den Grundkorrekturen, also Hautunreinheiten, Haare und so weiter entfernen, das mache ich jetzt in Photoshop. Und zwar mache ich das wie immer nicht destruktiv auf einer neuen Ebene mit dem Zoom-Werkzeug. Gehe ich auch an die Stelle, wo ich gerne arbeiten möchte, nehme mir den Reparaturpinsel und zwar den Entfernen-Reparaturpinsel, das Entfernen-Werkzeug. Das kennen wir ja schon aus den vorherigen Videos. Und damit entferne ich jetzt störende Elemente wie die Haare, kleine Hautunreinheiten. Ich spule jetzt mal ein bisschen weiter vor, während ich das mache.
Gut, der Großteil der Arbeit ist schon getan. Die Visa hat auch hier sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt geht es daran, im nächsten Schritt die Farbe anzugleichen. Und ich mache das in einer Technik, die nennt sich Frequenztrennung. Ich kann die jetzt nicht in aller Ausführlichkeit hier demonstrieren. Dafür gibt es außerdem noch reichlich YouTube-Videos. Ich habe mir eine Aktion dafür angelegt. Ich drücke auf meine Funktionstaste und ich bekomme etwas, das so aussieht, als wäre gar nichts passiert. Tatsächlich habe ich aber hier eine neue Gruppe angelegt und habe auf der einen Ebene nur die Farben etwas unscharf, so, damit die miteinander verschwimmen und ineinander laufen. Und auf der anderen habe ich die Struktur. Ich habe schon vorhin gesagt, dass ich an die Struktur eigentlich nicht herangehen möchte. Deshalb arbeite ich in den meisten Fällen wirklich nur auf dieser Farbebene und ich vermische jetzt die Farben. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine davon wäre zum Beispiel, das Lasso zu nehmen, die Bereiche zu nehmen, die ich ineinander laufen lassen möchte und über einen gaußschen Weichzeichner das Ganze ineinander laufen zu lassen. Ich könnte das Ganze jetzt auch noch mal ein paar Mal wiederholen, noch weicher machen lassen. Ich habe mir tatsächlich auch diese Mini-Aktion auf eine Funktionstaste gelegt und würde beispielsweise hier über meine Funktionstaste weichzeichnen. Man sieht es hier zum Beispiel sehr deutlich an der Nase. Es wird alles, der Kontrast wird reduziert, die Glanzstellen werden reduziert. Man sieht schon dieses typische Orangenhautmuster, was die Beauty-Retusche, die klassische Beauty-Retusche auszeichnet. Eine andere auch sehr schöne Methode ist, statt mit dem Lasso hier mit dem Mischpinsel zu arbeiten und zu sagen, ich möchte gerne Bereiche ineinander verschmieren lassen. Also ich möchte beispielsweise hier diese Glanzstellen mit dem daneben liegenden Farbton mischen. Ich ziehe die von der einen Seite rüber. Ich weiß, es ist jetzt nicht so leicht zu sehen, aber tatsächlich werden diese Bereiche langsam dunkler. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ich starte nochmal bei 0 und dieses Mal möchte ich gerne den neuralen Filter ausprobieren. Wenn ich diesen Filter anwende, dann wird er sich auf das ganze Bild auswirken und ich habe eigentlich meine Grundebene, meine Hintergrundebene damit dann schon verändert. Damit das nicht passiert, mache ich hiervon eine Kopie. Das geht mit Steuerung J und arbeite auf dieser Ebene, wähle mir meinen Filter Neural Filters aus. Das erste ist, dass dieser Filter das Gesicht erkennen muss. Ich kann den Hautglättungsfilter hier aktivieren und man sieht jetzt schon gleich, er macht mir eine Vorschau vom Weichzeichnungsfilter in der mittleren Stellung und vom Glättungsfilter in der mittleren Stellung. Ich bin kein Freund von Weichzeichnung. Ich nehme diese Weichzeichnung zurück. Dafür setze ich die Glättung meistens sehr stark nach oben und lasse mir das Ganze nicht in derselben Ebene ausgeben, sondern ich nehme einen Smart-Filter, der mir ermöglicht, auch später noch Änderungen daran vorzunehmen. Und wenn mir das Ergebnis hier zu stark ist, kann ich immer noch über die Deckkraft das Ganze wieder reduzieren. Was der Smart-Filter natürlich nicht kann, ist, dass er mir die störenden Härchen entfernt. Wie denn auch? Er geht nur auf die Hautstruktur. Oder auch hier solche kleinen Unreinheiten lässt er halt immer noch da. Mit anderen Worten, diese Grundbearbeitung ist mir damit nicht erspart. Heißt es, dass jetzt diese neuralen Filter vollkommen unbrauchbar sind? Nein, eigentlich nicht. Ich habe vielleicht, wenn ich nicht ganz so genau arbeiten will und mit diesen kleinen Hautunreinheiten leben möchte und den Härchen, durchaus die Möglichkeit, meinen Workflow zu beschleunigen. Was man allerdings sieht zum Beispiel ist, dass er sich halt nur mit dem Gesicht beschäftigt und hier unten mit dem Dekolleté, was ja auch nicht geschminkt war, gar nichts macht. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel, wo dieser neurale Filter leider nicht mehr funktioniert. Das ist das fertige Bild, so wie ich es gerne hätte. Das ist das unretuschierte Bild. Und das werde ich jetzt mal in Photoshop öffnen. Es kommt jetzt gleich
auf diese Hautpartie an. Man sieht, sie hat schon einen leicht gelblichen Schein. Das ist die Reflexion von dieser gelben Kappe. Ich wende darauf mal den neuralen Filter an. Also ich verdopple mir diese Ebene wieder. Filter, neuraler Filter, Hautglättung. Weichzeichnung runter, Glättung hoch. Und es wurde sehr schön die Haut geglättet. Aber es wurde auch die Kante von dieser Kappe zum Beispiel geglättet und hier eine gelbe Wolke erzeugt. In dem Fall funktioniert das also gar nicht. Wenn ich andere als die Hautfarben hier drin habe, dann funktioniert das Ganze also nicht. Nächstes Beispiel aus dem Homeshooting mit Niki. Ihr ahnt, was kommt. Ich kann es auch schon hier im Lightroom zeigen. Wenn ich hier ins Entwickeln-Modul reingehe und mal versuche, etwas zu erkennen, dann schafft er es noch, die Person zu finden. Schafft es auch, die Haut im Gesicht zu finden. Wenn ich sage Körperhaut, dann sieht man, oh, hier ist eine Lücke. Und das Gleiche passiert uns auch, wenn wir das Ganze versuchen, in Photoshop zu bearbeiten. Würden wir hier versuchen, eine Hautretusche vorzunehmen, würde auch wieder nur das Gesicht erkannt werden und die Arme würden unberücksichtigt bleiben. Photoshop kann in dem Fall also tatsächlich noch weniger als Lightroom, beziehungsweise was ich hier dann ersatzweise machen müsste, wäre nochmal mit dem Camera Raw Filter das Gleiche zu versuchen, was ich auch schon in Lightroom probiert habe, nämlich die Person zu erkennen. Und wir sehen, hier ist wieder das gleiche Problem. Auch hier wird bei der Körperhaut ein Teil einfach ausgelassen. Noch ein Beispiel, liegende Personen. Auch das können wir direkt im Lightroom ausprobieren. Keine Person gefunden. Das heißt, Gesichter, die quer liegen, schon schwierig. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Personen, die über Kopf liegen. Keine Person gefunden. Abgesehen davon, dass dann auch wieder die Schwierigkeit wäre, hier Körperhaut richtig zu erkennen. Wir können uns das Ganze auch noch mal in Photoshop demonstrieren lassen. Ich öffne diese Datei in Photoshop. Ich versuche hier die neuralen Filter anzuwenden. Und er sagt auch hier schon, für dieses Bild wurde kein Gesicht erkannt. Was ist das erschreckende Fazit? Diese neuralen Filter gibt es seit über 2 Jahren und sie haben sich leider nicht verbessert. So etwas wie eine Hautretusche ist nur im Gesicht möglich und auch das geht dann nur für Personen, die aufrecht sitzen oder stehen und entsprechend Nase unten, Augen oben, Mund unten in der normalen Ausrichtung haben. Bei Personen, die liegen, die über Kopf sind, die hängen, geht es nicht. Was blieb mir nun übrig für meine Retusche? Ja, ich habe es so gemacht wie bisher. Ich habe tatsächlich die Arbeit auf mich genommen und habe diese 15 Bilder alle einzeln retuschiert. Es ist noch nicht klar, wie viele Bilder tatsächlich dann davon gekauft wurden. Wir hoffen natürlich, dass es möglichst viele sind, aber das Ergebnis kennen wir noch nicht.